Ja, Freunde, ich begrüße euch zum nächsten Video und heute, ihr habt es im Titelbild schon gesehen wahrscheinlich, ist der Dennis am Start. Er befindet sich jetzt, knapp einen Monat vom ersten Wettkampf. Dennis, wie geht's dir aktuell? Ja, mir geht's noch recht gut, also überraschenderweise. Der Fokus nimmt so langsam zu. Ja, ich bin ganz zuversichtlich, also werden wir schon was Gutes abliefern. In der Zeit habt ihr bestimmt schon einen Podcast abgehört, der Mittwoch online kam, beziehungsweise nee, ich bin eine Woche viel zu früh, ich bin auch schon im Diätmodus anscheinend. Genau, der Podcast zum heutigen Video erscheint am Mittwoch, den auf jeden Fall abchecken. So, Podcast abgedreht, Autofokus. Wir gönnen uns mal Pre-Workout Coffee, dann hat Dennis nochmal schön hier geshoppt. Also, ich glaube, das ist eine kleine Mitteilung. Grüße gehen raus an Sepp, an unseren Freund Sepp. Also wenn jemand gesponsert werden möchte, dann seht ihr auch wer. Nein, Rocky. Rocky. Ich bin hier am Start. Ja, die können uns beide sponsoren. Und Pre-Workout, was steht gleich an? Pull-Session, Woche 5 von 5. Also deswegen auch hier, ne? Okay. Überlassen wir nichts im Zufall. Stimmt, das ist die neue Formel. Ich bin mal gespannt. Ja, ich auch. Ich trainiere gleich Brust und dann schauen wir mal. Komm, zwei. Letzter. So, wir sind fast am Ende des Videos. Ich bin schon fertig mit dem Training, Dennis nicht, aber so muss es sein in der Prep. Was möchtest du den Leuten noch abschließend, weil dieses Video war relativ kurz, weil ich wollte das auf jeden Fall noch in diese Woche packen. Also heute ist Freitag, ihr seht das direkt am Sonntag. Was willst du den Leuten noch mit auf den Weg geben? Ja, gegebenenfalls die nächsten Videos angucken. Ne, stehen ja ein paar Highlights auf jeden Fall an. Mhm. Also hat Coaching Day der nächste. Ne, da sind natürlich dann auch alle Athleten zu sehen. Dann ja, die Wien-Reise vielleicht mal verfolgen. Da kommen bestimmt ein paar gute Sachen. Evo Classic sowieso. Mhm. GmbF. Ja, und Kanal abonnieren. Sowieso, ne? Schadet nicht. Ja, und ansonsten hoffe ich, dass wir ja, den Leuten Mehrwert geben können und motivieren vielleicht auch mal durch den Content. Was sagst du dir denn selbst, wenn du mal an einen Punkt kommst, wo du sagst, boah, heute habe ich übertrieben Hunger oder ich fühle mich heute richtig schwach. Was sagst du dir in deinem Kopf, was sprichst du dir zu? Ja, interessant ist, ich glaube, die Tage sagen mir dann immer, dass dann die Fortschritte kommen. Das heißt, dann kommt der Gewichtsdrop, die Form zieht nochmal an und das habe ich jetzt auch so gemerkt. Also genauso soll es halt sein. Ja. Ne? Man muss diesen Schmerz umarmen. Ja, und halt auch einfach entspannt bleiben und einfach weitermachen. Ja, Mann. Wir haben sowieso keine andere Wahl, ne? Ja. Von daher. Sterben werden wir davon nicht. Genau. Ja, und
ich sag mal so, das härtet auch nochmal irgendwo ab. Mhm. Nicht nur fürs Training, auch für andere Bereiche. Also dass man auch einfach mal über seine Grenzen, wenn es mal sein muss, darüber hinausgeht. Und das ist auch sowieso so ein Learning, weshalb ich den Sport so liebe. Mhm. Also man kann halt doch mehr machen, als man glaubt. Genau. Also zusammenfassend, wenn ihr mal an einem Punkt kurz vorher aufgeben wollt oder Angst habt zu versagen, geht einfach mal drüber und schaut mal, was dann mit euch passiert. In dem Sinne, haut rein, Leute. Peace.